Ist eine Sofortimplantation möglich? Die Frage wird mal wieder gestellt von Patienten. Wenn also ein Zahn gezogen wird, ob man gleich in der gleichen Sitzung auch ein Implantat einsetzen kann. Ja, das ist möglich. Natürlich mal unter bestimmten Voraussetzungen. Ideale Voraussetzungen sind immer dann gegeben, wenn das Knochenfach, wo der Zahn drin gestanden hat, noch weitestgehend erhalten ist. Also die äußere Knochenlamelle, man spricht von der äußeren Knochenbeinung, wenn die weitestgehend erhalten ist, funktioniert das mit der Sofortimplantation immer sehr gut. Man unterscheidet Sofortimplantation von Sofortbelastung. Man kann es auch in Kombination sehen. Sofortbelastung bedeutet, dass das Implantat, was da eingesetzt wird, auch gleich eine Krone oder einen Zahnersatz bekommt. Sofortimplantation an sich bedeutet per se erstmal, dass in die Wunde, wo der Zahn drin gestanden hat, das Implantat eingesetzt wird, ist die Primärstabilität, also das Fassen des Implantats im Knochen, hoch genug, kann das Implantat auch gleich mit einer Krone oder mit einem Zahnersatz, zum Beispiel mit einer Brücke, versehen werden. Idealerweise versucht man, wenn mehrere Implantate nebeneinander gesetzt werden, diese Implantate durch die Konstruktion obendrauf durch einen festen Zahnersatz, der übrigens auch im Vorfeld schon angefertigt sein kann, fixieren, sodass die Implantate in ihrer Position auch stabilisiert werden, wenn die Bisskräfte auf die Implantate auftreten, nicht zu einer Mikrobewegung des Implantates im Knochen führen. Ein Implantat wächst immer dann ein, wenn es eine Ruhe im Knochen verwachsen kann. Man kann vielleicht sagen, ähnlich wie beim Beinbruch, wenn bestimmte Bruchhälften aufeinander gebracht werden, durch Verschraubung zum Beispiel, wächst so ein Bein ja auch immer gut zusammen. So ist es beim Implantat auch. Und es muss in der Ruhe einwachsen können. Dann findet eine innige Knochenverankerung zwischen Knochenzelle und der Implantatoberfläche statt. Vom Ablauf her ist es so, man muss sich vorher Gedanken machen, wo die Implantate stehen, in welcher Position sie Sinn machen. Die Prothetik muss berücksichtigt werden. Also man muss im Vorfeld schon mit dem Patienten darüber sprechen, was gewünscht ist. Und dann kann man sich entsprechend darauf vorbereiten, in der Sitzung der Extraktion das Implantat schon vorzubereiten. Auch Knochenaufbau ist da möglich. Und man muss mit dem Patienten darüber sprechen, ob auch wirklich eine Sofortbelastung gewünscht ist. Es geht ja in der Regel darum, dem Patienten auch die Zeit zwischen der Wundheilung nach der Zahnextraktion und der Einheitszeit des Implantates, die Zeit zu optimieren. Und es geht im Kern darum, Weichgewebe und Hartgewebe zu schonen. In dem Moment, wo das Implantat eingebracht wird, schrumpft der Knochen nicht mehr. Zieht man nur den Zahn und macht nichts weiter, kann es passieren, dass nach einem halben Jahr 60% der Knochensubstanz verloren gegangen ist. Und das will man vermeiden. Verloren gegangener Knochen und Weichgewebe muss hinterher kunstvoll wieder aufgebaut werden. Natürlich gibt es da auch Techniken, aber es ist sehr viel aufwendiger. Leichter ist es immer, das Implantat sofort einzusetzen und den Knochen möglichst bald zu belasten. Das ist ähnlich wie bei einem Muskel, der trainiert wird, der bleibt erhalten. Knochen, der also eine Krafteinleitung erfährt, bleibt dadurch auch erhalten. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, können Sie mit uns in Kontakt treten. Sie finden uns auf der Seite www.gobrecht.de. Sie können uns telefonisch erreichen unter 0521 412 121.